Alle zusammen, wir häkeln heute ein Abschiedskörbchen für die Schmetterlingskinder. Bitte beachtet, dass diese Anleitung nicht gewerblich genutzt werden darf und lest euch bitte unbedingt die Links in der Videobeschreibung durch und schaut sie euch an, da es viele Sachen zu beachten gibt. Es könnte passieren, wenn ihr euch nicht dran haltet, dass eure Sachen nicht verwendet werden können. Bei dieser Anleitung wird ein Garn empfohlen, das fest gedreht ist, zum Beispiel Glanzbaumwolle. Das ist zum Beispiel sowas. Ich habe hier zum Beispiel Glanzkablé von Relana und das hat eine Nadelstärke von 4 bis 4,5. Ich sehe 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Man kann es bei 30 Grad waschen und weiterhin wird darum gebeten, Volumenvlies zu verwenden, um das Körbchen zu verstärken. Also ihr seht schon hier das Körbchen. Warum Volumenvlies? Es ist ganz wichtig, dass das Körbchen stabil ist. Also das heißt, wir werden es in den Wänden verstärken und wir werden es am Boden verstärken. Und wenn man dieses Körbchen dann hochhebt oder in den Händen hält, muss es wirklich von alleine stehen, muss es von alleine stabil sein. Also es darf nicht irgendwie wabbelig nach unten hängen, da man es sonst nicht korrekt verwenden kann. Und ein Volumenvlies ist dafür sehr gut. Es wird empfohlen, mindestens eine Dicke von mindestens 1 cm zu nehmen. Am besten 1,5 bis 2, weil es natürlich dadurch noch stabiler ist. Wo ihr solches Volumenvlies bekommt, das findet ihr mal wieder in der Infobox. Da verlinke ich euch das Ganze. Ihr könnt das selbstverständlich auch in euren lokalen Läden, wie zum Beispiel Bastelläden oder auch manche Wollläden haben, das kaufen. Eine Häkelnadel wird empfohlen 4 bis 4,5. Und eine optionale Spitze von einer Länge 70 cm. Also ihr seht hier bei dem Bild ist eine Spitze angebracht. Das ist aber nicht unbedingt Muss. Also entweder habt ihr Spitze da, dann könnt ihr das verwenden. Oder ihr könnt eventuell auch selber welche häkeln, wenn ihr dazu in der Lage seid. Nochmal kurz auf das Volumenvlies zu kommen. Es ist auch ganz wichtig, keine Plastiksachen zu verwenden oder keine Kartonagen, weil man davon ausgeht, dass die Kliniken eventuell die Körbe waschen wollen. Und wenn ihr jetzt natürlich in das Körbchen Plastik oder Karton oder ähnliche Sachen einarbeitet, dann geht das natürlich beim Waschen kaputt und es kann eventuell sogar ja, praktische Apparaturen, Waschmaschinen und was auch immer in den Kliniken vorhanden ist, zerstören, die Maschinen kaputt machen und das ist natürlich nicht so gut. Okay, legen wir los. Wir fangen an mit einem üblichen Knoten und dazu machen wir einen Kreis und legen den langen Faden darunter. Diesen ziehen wir durch den Kreis durch. Das ergibt hier oben eine Schlaufe, da kommt der Haken rein und wir ziehen das Garn fest. Das ergibt einen Anfangsknoten. Jetzt schlagen wir 26 Luftmaschen an. Dazu holen wir das Garn auf den Haken und ziehen diesen durch die Masche durch. 1. Faden holen, durchziehen. 2. 3. 4. 5. Und so weiter, bis wir 26 haben. Wenn ihr die 26 Luftmaschen angeschlagen habt, häkeln wir das Ganze wieder zurück. Und zwar in festen Maschen. Dazu stechen wir am Anfang der Kette in die zweite Masche vom Haken ein, holen das Garn durch die Masche. Wir haben 2 Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch die beiden Laschen ziehen. Das ergibt eine feste Masche. Jetzt gehen wir immer in die benachbarte Masche rein und häkeln dort jeweils die feste Masche. Und so weiter bis zum Ende der Reihe. So sieht die erste Reihe aus. Und am Ende der Reihe häkeln wir noch eine Luftmasche. Denn sonst würde das Ganze immer schmaler werden. Das nennt sich auch Wendeluftmasche. Jetzt drehen wir die Arbeit herum
Und jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Bei der zweiten Reihe werden wir am Anfang und am Ende der Reihe eine Zunahme machen. Und zwar zeige ich euch gleich, wie das geht. Ab der zweiten Reihe werden wir zum Häkeln immer beide Laschen einer Masche verwenden. Das heißt, ich werde jetzt nicht die vordere oder die hintere Lasche zum Häkeln verwenden, sondern ich werde beide dafür nehmen. Also ich werde unter beide Schlingen einstechen. Okay, wir werden jetzt in die erste Masche hier am Anfang eine feste Masche häkeln. Also ich gehe wieder am Anfang der Reihe in die zweite Masche vom Haken. Ich hole da mein Garn hoch, häkle wieder die feste Masche. Und die Zunahme erfolgt, indem wir in dieselbe Masche nochmal eine zweite Masche häkeln. Also ich gehe jetzt durch dieselbe Öffnung rein und häkle da eine zweite feste Masche rein. Und jetzt weiterhin feste Maschen bis zum Schluss der Reihe. Und dann in die letzte Masche hier ebenfalls eine Zunahme. Das heißt auch zwei feste Maschen hier rein und eine Wendeluftmasche, nicht vergessen. So sieht die zweite Reihe aus. Ihr seht, durch die Zunahmen wird das Ganze an der Seite breiter. Und wir haben jetzt insgesamt 27 Maschen in einer Reihe. Und die dritte Reihe wird so aussehen, dass wir 27 feste Maschen häkeln. Wenn eure dritte Reihe auch fertig gehäkelt ist, eine Wendeluftmasche nicht vergessen, aber drehen. Und in der vierten Reihe werden wir jetzt wieder am Anfang und am Ende der Reihe eine Zunahme machen. Also wieder zwei feste Maschen in eine Masche. Und dann wieder feste Maschen bis zum Schluss der Reihe und am Ende ebenfalls eine Zunahme. So sieht es nach der vierten Reihe aus. Wir haben insgesamt 29 feste Maschen in der Reihe. Und wir werden jetzt feste Maschen in Reihen weiter häkeln. Jedes Mal am Ende der Reihe eine Wendeluftmasche nicht vergessen. Und das machen wir so lange, bis wir insgesamt eine Länge von 25 cm erreicht haben. Inzwischen sieht es so aus. Die Gesamtlänge ist inzwischen 25 cm. Und wir gehen jetzt zu der nächsten Reihe über und da starten wir mit den Abnahmen, damit wir praktisch die gleiche Rundung auch hier oben haben. Jetzt noch eine Wendeluftmasche, dann Arbeit drehen. Und jetzt werden wir am Anfang einer Reihe und am Ende dieser Reihe eine Abnahme machen. Dazu häkeln wir zwei Maschen zusammen. Ich steche jetzt wieder in die zweite Masche vom Haken ein, hole das Garn und ziehe es durch. Lass es so auf dem Haken. Jetzt steche ich durch die nächste Masche durch, Faden durchziehen und ich habe drei Laschen auf dem Haken. Faden holen und durch alle drei ziehen. Das war die Abnahme. Wir haben aus zwei Maschen nur eine gemacht. Jetzt häkeln wir weiter in festen Maschen, wie gewohnt. Und am Ende der Reihe die letzten beiden Maschen auch zusammen häkeln. Wir haben nun die Abnahmen gemacht und die Reihe hat jetzt 27 Maschen. Und die nächste Reihe werden wir jetzt ohne Abnahmen häkeln. Die übernächste Reihe wird wieder Abnahmen haben und zwar am Anfang und am Ende der Reihe. Dadurch werden wir 25 Maschen erreichen. Und die darauffolgende Reihe wird wieder ohne Abnahmen gehäkelt. Inzwischen sieht unsere Arbeit so aus und wir werden jetzt den Rand häkeln. Und zwar werden wir in festen Maschen die komplette Arbeit hier umrunden. Und das werden wir in Spiralrunden häkeln. Das heißt, wir werden keine Runde anfangen und keine Runde abschließen, sondern wir werden ununterbrochen in eine Richtung häkeln und das wird dann einen Rand ergeben in einer bestimmten Höhe. Ich zeige euch mal hier kurz, wie ich das zwischen den Maschen mache, weil die Maschen jetzt hier natürlich anders aussehen.
Ihr müsst euch praktisch eure Maschen suchen. Also ihr müsst schauen, das ist eine Reihe, das ist eine Reihe, das ist eine Reihe. Und euch so ungefähr an den Reihen orientieren, wo ihr die Maschen setzt. Und das Ganze auch beobachten. Das heißt, ihr häkelt zum Beispiel 5 feste Maschen. Und schaut euch das Ganze dann eben an, ob es so okay ist oder ob die Maschen vielleicht zu eng gesetzt sind oder zu weit gesetzt sind. Das seht ihr ja schon. Würden jetzt zu eng gesetzt werden, würde das Ganze sehr, ja, sich sehr quetschen und auch wellen. Und wenn die zu weit auseinandergesetzt sind, würde das Stück dann eventuell spannen und sich wölben. Also ihr müsst schauen, dass es gleichmäßig verteilt ist. Und wenn wir das Ganze jetzt in Spiralrunden weiterhäkeln, dann machen wir das so lange, bis es eine Höhe von 15 cm ergibt. Also wie gesagt, in Runden weiterarbeiten und das Ganze wächst hier an und wir brauchen 15 cm in der Höhe. Der Körbchenrand ist jetzt nun 15 cm lang. Also ihr seht schon recht hoch geworden. Und jetzt brauchen wir die Füllung für den Rand. Und da braucht ihr jetzt das Volumenvlies. Das hier, was ihr seht, habe ich mit einem Stoff umnäht, damit die Fasern nicht beim Waschen irgendwie durch die ganzen Maschen rauskommen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Also ihr schneidet euer Volumenvlies dann jetzt in die benötigte Länge für das Körbchen. Und zwar, dass es um das Körbchen passt. So. Und es sollte die Hälfte von der Höhe haben, weil wir das Ganze jetzt natürlich umklappen. Und nach dem Umklappen müssen wir den Rand hier vernähen. Ihr könnt entweder eine Wollnadel nehmen und den Rand hier dran nähen oder ihr macht es mit dem Haken. Ich zeige euch das mal kurz. Moment. Wir machen das mit dem Haken. Und zwar machen wir das Ganze mit Kettmaschen. Und ihr müsst ganz genau wissen, wo der Rand hier anfängt und wo er aufhört. Also, hier zum Beispiel haben wir genau den Rand. Da steche ich jetzt mit dem Haken ein. Und mache eine Kettmasche. Das heißt, ich ziehe das Garn durch alles durch. Und gehe da jetzt weiter, gehe durch die nächste Masche hier beim Rand und da, wo wir angefangen haben, den Rand zu häkeln, da weiter und häkeln da eine Kettmasche. Und so weiter, komplett außenrum, bis wir den Rand verschlossen oder vernäht haben. Die Wände beim Körbchen sind jetzt vernäht und das Ganze sieht so aus. Hier unten ist das Ganze zugemacht worden. Und ihr seht, die Wände sind stabil. Das heißt, wenn ich jetzt etwas bewege, kommt es in die Form zurück. Das ist eben ganz wichtig, dass wirklich ihr seht, dass die Wände so bleiben, wie sie auch bleiben sollen. Unser Boden ist jedoch noch sehr beweglich. Das wollen wir nicht. Wir wollen die natürlich auch stabil haben. Und dafür brauchen wir eine Matratze. Für die Matratze können wir zum Häkeln dieselbe Anleitung verwenden wie für den Boden. Also wir fangen wieder mit 26 Maschen an und haben abwechselnd diese Reihe mit Zunahmen ohne, dann 25 cm häkeln und dann wieder die Abnahmen. Und das Ganze machen wir zweimal. Also ich habe das Ganze jetzt in einer Kontrastfarbe gemacht, in Weiß. Und wir haben jetzt hier ein Oberteil und ein Unterteil und dazwischen haben wir das Volumenvlies und das Ganze vernähen wir, damit es geschlossen ist und das kommt dann in das Körbchen rein. Ihr könnt das Ganze aber auch nähen. Wir können zum Beispiel Stoff nehmen, das auf
auf das Körbchen zuschneiden und ebenfalls mit Volumenvlies ausfüllen und das Ganze dann vernähen. Das geht natürlich auch, also so wie ihr wollt. Aber eine Matratze brauchen wir auf jeden Fall. Nachdem ihr die Matratze fertig gehäkelt habt oder fertig genäht habt und ihr das Körbchen eingesetzt habt, sieht das Ganze natürlich so aus. Wenn wir das jetzt hochnehmen von unten, ihr seht, da wabbelt nichts. Der Korb ist fest. Und genauso soll er sein. Und jetzt kann man noch, wenn man möchte, Spitze anbringen. Die Spitze in meinem Fall habe ich jetzt abgesteckt und werde sie jetzt an den Stellen vernähen, ebenfalls mit meinem Häkelgarn und einer Wollnadel.